Hallo, hallo, ihr Lieben. So, da bin ich. Es ist 20 Uhr und live geht's los. Und jetzt werden wir nur noch da ganz schnell gucken, ob auch alles recht im Bild ist und ich gut lesen kann, damit ich alle Fragen dann beantworten kann, hoffentlich. So, mal schauen. Ein paar Minütchen dauert's und dann legen wir gleich los mit dem neuen Stempelkurs Stempeln lernen von der Pike auf. Alleinig der Titel ist schon cool, oder? Schön. Hallo, hallo in die Runde. So, alles klar. Dann werden wir jetzt das ganze Ding noch ein bisschen einrichten, ein klein bisschen ranzoomen. Am Handy schaut es immer ein bisschen anders aus. So, gut. Alles klar. Bild und Ton ist hoffentlich in Ordnung. Wenn nein, bitte schnell melden. Gut, ihr Lieben. Fein. Freut mich, dass schon einige da sind. Ganz ein paar Minütchen warten wir noch, bevor wir loslegen. Schön. Okay, also momentan haben wir noch keine Beschwerden. Da gehe ich davon aus, dass alles tippitoppi ist. Super, sehr gut. Okay, schön. Ihr Lieben, im Chat befinden sich ja meistens so dieselbe Runde ist meistens im Chat und das liebe ich total, ich finde das total schön. Immer ein schöner Austausch. Aber hier auch ein Appell an alle Neulinge, eventuell alle, die mich neu finden auf YouTube. Bitte, bitte trauen Sie sich ruhig rein in den Live-Chat. Stellen Sie mir Fragen. Stellen Sie auch Fragen in die Runde. Es sind ganz viele versierte Bastler mit dabei. Das heißt, wir werden uns immer alle gemeinschaftlich darum bemühen, dass wir Antworten finden, Lösungen finden für gewisse Probleme und was auch immer so ansteht. Und von daher bitte der Aufruf, traut euch rein in den Live-Chat, redet mit, stellen Sie Ihre Fragen. Wir sind sehr, sehr gerne da. Okay, gut. Also, heute legen wir jetzt los mit der neuen Videoreihe sozusagen. Und alle, die mich schon kennen vom Basteltreff, wissen, dass wir immer am Dienstag und am Donnerstag live basteln. Und ursprünglich war es eigentlich auch geplant, dass wir am Dienstag diese neue Serie starten oder den Stempelkurs sozusagen machen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, eigentlich ist das so was Spezielles, das ist eigentlich so was anderes als mein üblicher Basteltreff, wo wir so querbeet sämtliche Techniken durcharbeiten und verschiedenstes Basteln von Karten über Verpackungen, Fotolayouts haben wir schon gemacht und alles Mögliche, was mir halt so einfällt, was wir machen könnten. Habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir jetzt für diesen Kurs, Online-Kurs, den ich da jetzt veranstalte, immer den Sonntagabend. Ich glaube, der Sonntagabend ist an und für sich eine sehr, sehr gute Zeit. Meistens ist es eh so ein Fernsehabend und von daher finde ich, glaube ich, ist das ganz gut. Und ja, ich glaube, die Kiddies sind da auch schon versorgt um 8 Uhr und da, glaube ich, können wir einfach einmal ganz gut ein bisschen chillig eine gute Stunde gemeinsam verbringen und uns einfach Verschiedenstes anschauen. Mir geht es bei diesem Online-Kurs jetzt, weil es ist wirklich, also ich möchte es wirklich aufbauen wie ein Kurs. Mir geht es bei dem Stempeln lernen von der Pike auf wirklich darum, dass wir ganz vorne beginnen. Ich weiß, dass viele, die heute zuschauen, teilweise schon Jahre basteln. Das heißt, es wird einiges dabei sein, was sie auf jeden Fall schon wissen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich das eine oder andere dabei habe, wo sie sagen: Ah, okay, schau, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen oder. Das war mir zu auch noch nicht ganz klar. Das heißt, ich bemühe mich wirklich, da einen roten Faden durchzuziehen durch das Thema Stempeln lernen. Ich möchte Ihnen ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, auch zum Thema Stampin' Up natürlich. Also, ihr wisst ja alle, ich bin eine unabhängige Stampin' Up Demo. Natürlich bastel ich mit Stampin' Up Produkte, wobei grundsätzlich alle diese Dinge, die ich Ihnen erzähle, für Stempeln und Basteln mit Papier grundsätzlich geltend sind. Ich weiß zwar nicht immer, ob es bei anderen Produkten auch so gut funktioniert, das kann ich nicht garantieren, aber ja, meine Wahl der Firma ist auf jeden Fall Stampin' Up, weil ich da einfach drauf gestoßen bin vor
ja, mittlerweile guten 5 Jahren und ich bin einfach hängen geblieben. Das hat vom Produkt her gepasst, das passt für mich vom System her super, es ist total stimmig, es passt alles zusammen und auch um das werden wir uns immer wieder ein bisschen unterhalten. Okay. Dann habe ich noch ein paar grundsätzliche Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, speziell für alle, die jetzt meinen Kanal noch nicht so kennen, die noch nicht so wissen, wie denn das bei mir so abläuft. Bei mir ist es wirklich so, ich bin ein grundsätzlich gut aufgelegter, positiver Typ. Ich lache gerne und möchte gerne ein bisschen Spaß mit Ihnen haben. Und genauso hätte ich das auch gern, dass der Ton im Live-Chat ist. Das heißt, für mich ist ganz wichtig, dass ihr einen netten Umgang miteinander habt, dass ihr auch höflich und nett bitte zu mir seid, auch wenn ihr mal was sagt, was dem einen oder anderen vielleicht jetzt nicht ganz so die Meinung die gleiche ist oder was auch immer. Ist für mich einfach wichtig, dass der Ton ein netter ist. Wir haben da unser Happy Time. Also für mich ist wirklich dieser Happy Place und der Happy Time. Also wir wollen Spaß haben, wir wollen eine gute Zeit miteinander verbringen und alles, was politische Themen sind oder auch irgendwelche anderen Themen, die nichts mit Basteln und Stempeln zu tun haben, die haben einfach wirklich darin nichts verloren. Okay, gut, das sind also meine Spielregeln und ich bin nicht zu haben für irgendwelche Werbungen, egal in was für einem Bereich. Also auch nicht, wenn es ums Thema Basteln geht, ich will keine Werbungen haben. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass man da nicht anfängt, ah, das findet es da und das kriegt man da und das kann man dort bestellen und das geht dort zum Bestellen und probieren wir die oder die aus. Da bin ich auch nicht zum Haben. Also ich gebe mir sehr viel Mühe, ich werde Ihnen versuchen, so viel wie möglich zu lernen und da erwarte ich einfach auch ein bisschen Respekt mir gegenüber. Okay, gut, dann würde ich sagen, jetzt legen wir aber wirklich los. Und zwar eben, wie gesagt, ganz von vorne. Also wir begeben uns alle mal auf der Reise wieder retour an die Zeit, wo wir angefangen haben zum Basteln. Und mir geht es ganz oft so, also speziell auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo habe ich denn das letzte Mal gehabt? Ganz süß, ich habe im Sommer mal eine Zoom-Party gehabt mit Mädels in Vorarlberg. Ganz witzig, also in der Corona-Zeit wird man ja kreativ, wie man sich so austauschen kann und gut miteinander basteln kann. Und da haben wir eine Bastelparty online gemacht, also via Zoom. Und das hat bestens funktioniert. Und da waren natürlich auch totale Bastelbeginner da. Und da ist dann immer wieder, taucht dann so die Frage auf, das Tempinat, man sieht schon, der Katalog ist total voll und es ist irre viel Zeugs drinnen. Und man ist total überfordert, oder? Also ganz vielen geht es so, dass man sagt, mit was beginne ich denn jetzt? Also das, der Bastelbereich ist so irre groß. Mit was starte ich? Was brauche ich, wenn ich das Thema Stempeln für mich so ein bisschen beginnen möchte? Mal so ein bisschen reinschnuppern, gefällt mir das nicht. Und da habe ich für mich so eine Liste und diese Liste werde ich auch morgen auf meinem Blog veröffentlichen, so dass jeder, den das interessiert, der das als PDF für sich runterladen kann und ausdrucken kann. Also das finden Sie ab morgen auf meinem Blog. Und das ist für mich die, ich nenne es jetzt einmal die Basisliste und auch unter dem Namen werden Sie es finden. Also die Basisliste vom Basismaterial sozusagen. Und das gehen wir mal ganz schnell durch. Was braucht man denn eigentlich, wenn man basteln mit Papier prinzipiell machen möchte? Mal ganz unabhängig davon, ob ich Karten basteln möchte, ob ich Verpackungen basteln möchte, ob ich Fotolayouts machen möchte, ob ich Journaling machen möchte, also alles, was ich jetzt mit Kalender zu tun habe. Also ganz wurscht, was ist so das Basisding, was eigentlich jeder braucht, der mit dem Thema Basteln beginnen möchte. Und da ist für mich ganz klar, absolute totale Nummer eins ist, es braucht einen richtig, richtig guten Papierschneider. Und jetzt gibt es natürlich Papierschneider wie Sand am Meer. Was einen wirklich richtig guten Papierschneider, meiner Meinung nach, und ich erzähle euch immer meine Meinung, gell, ausmacht, ist, dass sie damit schneiden und falzen können. Also das ist schon mal für mich ein ganz ein wichtiger Punkt. Kann ich damit schneiden? Das geht beim Stampin'-Up-Schneider mit der dunklen Klinge und falzen. Das geht beim Stampin'-Up-Schneider mit der hellen Klinge. Ist denn das möglich? Das ist einmal Nummer eins, auf was ich achten würde, wenn ich einen Papierschneider kaufe. Dann finde ich es auch ganz wichtig, dass ich schon eine gewisse Anlagefläche fürs Papier habe, also dass es nicht ganz schmal ist. Je schmäler ein Papierschneider ist, desto schwieriger wird es, dass man einen geraden Schnitt kriegt. Ich will ja einen Schnitt haben,
der möglichst im rechten Winkel ist, also der nicht gegen Ende des Papiers total schief ausfällt. Je größer die Anlegefläche ist, also je mehr Platz ich da habe, das Papier abzulegen, desto feiner kann ich natürlich damit arbeiten. Jetzt haben fast alle Papierschneider, die es so am Markt gibt, auch einen Hebel zum Rausziehen. Und das hat natürlich unsere auch. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir wollen natürlich nicht so ein Riesenteil daheim haben, wo ich schon mal riesig viel Platz brauche und das schwer zum Hin- und Herheben ist. Ist klar, oder? Von daher achten Sie auf eine große, schöne Fläche, aber auch auf das, dass Sie schon auch große Papiere damit schneiden können. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Und was ich persönlich auch super wichtig finde, ist, dass auf so einem Papierschneider nicht nur Inch-Angaben zu finden sind, sondern auch Zentimeter. Wir in Österreich und Deutschland sind einfach mit der metrischen Einheit groß geworden. Das heißt, wir lernen eigentlich von, ja, ich glaube, Kindergarten weg, oder? Lernen wir, zumindest spätestens in der Volksschule, die Zentimetermaßeinheit. Und überall sonst, also in die Bereiche zumindest, wo es Tempenat tätig ist, werden die Kinder mit Inch groß. Das heißt, Amerika, England, in Frankreich, glaube ich, sind es Zentimeter auch. Also in Holland, also in Niederlande, weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall England und Frankreich, also England und Amerika hat natürlich sehr, sehr viel zu tun mit Inch. Und mit der Zeit werden Sie immer mehr Bastelvideos natürlich auch schauen, die von Amerikanern oder Engländern sind. Die sind da oft ganz auf Zack, also die machen oft ganz super Sachen, haben aber fast alles in Inch angegeben. Und von daher ist schon ganz wichtig, dass man Zentimeter und Inch, dass man beides auf einem guten Papierschneider findet. Okay, gut. Dann würde ich nur darauf achten, dass die Schneiderille, also wo sich die Klinge sozusagen befindet, dass die nicht ganz viel Spiel hat. Je breiter die Schneiderille ist, desto wackeliger ist in der Regel auch der Schnitt. Und je wackeliger der Schnitt ist, also je mehr Spiel das Messer hat beim Runterfahren, desto gefährlicher ist, dass mein Schnitt im Endprinzip dann erst wieder schief ist oder im schlimmsten Fall eine Krümmung hat. Und von daher würde ich auch auf das achten. Und was natürlich ein extra Goodie ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war bei unserem letzten Papierschneider nicht, ist, dass man bei dem Papierschneider jetzt die Klingen rausnehmen kann, natürlich, also das war beim letzten auch, aber ich kann da die Klinge auch andersrum einsetzen. Das heißt, ich kann die um 90 Grad drehen. Und warum ist auch das ein wichtiger Aspekt? Das ist für mich deshalb ein wichtiger Aspekt, weil man meistens dazu neigt, dass man in eine Richtung schneidet. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich am Anfang, wie ich gebastelt habe, am allerliebsten die Schneideklinge zu mir gezogen habe. Ich bin einfach kurzsichtig und von daher habe ich mich viel, viel leichter getan, herunten am unteren Ende zu messen. Und von daher habe ich einfach total gern zu mir runtergeschnitten. Irgendwann habe ich dann realisiert, dass ja bei diesen V-Messern, also die da eben wie ein V zusammengehen, dass es da schon geschickt ist, dass man nach oben und nach unten schneidet, weil man so die Klinge natürlich am besten abnützt und am meisten davon hat. Also es ist am längsten scharf. Karin, natürlich nicht 90 Grad, Entschuldigung, 180 Grad. Also einmal um die Hälfte rum. 180 Grad. Ja, und von daher habe ich mir das einfach angewöhnt. Mittlerweile bin ich es total gewöhnt, dass ich nach unten und oben gleichmäßig schneide. Aber irgendwann, nach ein paar Wochen, wie wir den Schneider gehabt haben und ich das mit meinem Team einmal so besprochen habe, wie das so ist, ist mir mitten drunter aufgegangen, Mensch, man kann ja bei dem Papierschneider die Klingen drehen. Ja, wie cool ist denn das? Und von daher finde ich, dass das total super ist. Also da geht es mir dann so, dass ich mir denke, okay, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der jetzt auch schon länger bastelt und den Papierschneider vielleicht schon länger hat, das ist vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht aufgefallen, dass man diese Klingen drehen kann. Also die lässt sich einsetzen, ganz egal, so oder auch andersrum. Und das finde ich ganz, ganz mega.
Ja, und dann möchte ich Ihnen noch gerne eine kleine Anekdote erzählen. Diese Woche hat mir via WhatsApp eine Nachricht erreicht von einer Kundin, die seit ein paar Monaten bei mir immer wieder bestellt. Und die hat mir erzählt, sie hat sich jetzt letztens den Papierschneider online bestellt. Ich glaube, es war Online-Bestellung. Jedenfalls hat sie sich den bestellt und war dann ganz begeistert, weil das mittlerweile ihr dritter Papierschneider ist von diversen Firmen. Und von daher hat mich das ganz besonders gefreut, dass sie auch gesagt hat, sie findet das total mega, das ist mit Abstand der beste Papierschneider, den sie jemals in der Hand gehabt hat. Und das ist für mich natürlich ein ganz schönes Erleben und unterstützt mich genau in dem, dass ich sage, okay, wenn man bei Stampin' Up! Kauft, dann kann man einfach davon ausgehen, die Qualität ist wirklich gut. Also da stehen einfach ganz viele Leute dahinter und sind wirklich bemüht, dass die Produkte passen. Und was natürlich ein Riesenvorteil ist, man hat immer viele und gute Ansprechpartner. Also wenn man irgendwo ein Problem hat, dann gibt es ja immer jemand, der für einen da ist. Okay, also Basisprodukt Nummer 1, ein guter Papierschneider, A und O. Wenn man den bestellt, dann bin ich auch immer ein großer Freund, dass man sich einmal gleich eine Nachfüllpackung Klingen dazu bestellt. Gibt es mit 4 Stück. Und auch da ist es so, dass ich der Meinung bin, das gehört in eine Basisbestellung auf jeden Fall mit rein. Schon alleine deshalb, weil wenn eine Klinge stumpf wird, dann wird die immer, und ich meine immer, genau dann stumpf, und zwar so stumpf, dass man nicht mehr damit schneiden kann, wenn man ganz wichtige Projekte zu machen hat. Also mir geht es halt einmal auf jeden Fall immer so. Und von daher ist einfach meiner Meinung nach immer darauf zu achten, dass man Ersatzklingen daheim hat, weil es gibt nichts Lästigeres, als wenn ich dann 2 oder 3 Tage warten muss, bis die Klingen da sind. Okay. Die Liane fragt jetzt gerade, die Zentimeterskala muss man aber extra bestellen, oder? Ja, Liane, das stimmt. Also beim Originalpapierschneider ist dieses Lineal, das da drinnen ist, und ich hole das jetzt mal da ganz schnell raus, also dieses Lineal, der Teil ohne Klingen, also wirklich nur das Lineal, ist da drinnen mit der Inch-Einheit. Ich vermute jetzt einmal, dass das deshalb ist, weil der größte Teil von Stampin' Up! Vom Markt natürlich mit Inch arbeitet, und da macht es Sinn. Die haben jetzt aber extra für uns im europäischen Bereich ein Lineal angefertigt mit der metrischen Einteilung, also wo die Zentimeter drauf sind. Und das finde ich ganz mega, weil wir natürlich mit Zentimeter viel lieber arbeiten, und das Lineal kostet läppische 4,50 €. Also da, glaube ich, wegen 4,50 €, glaube ich, braucht man sich nichts antun und kann das einfach total super mitbestellen. Aber ein sehr guter Einwand, Liane. Sehr gut. Vielen Dank. Okay, gut. Schön. Okay. Oder sind es 4,80? Na, nagelt es mir nicht fest. 4 und irgendwas. Okay, schön. Also, Papierschneider haben wir jetzt abgefrühstückt. Was ist das Nächste, was ich auf jeden Fall brauche? Meiner Meinung nach eine gute Papierschere. Und eine gute Papierschere zeichnet sich damit aus, dass es eine Schere ist, die vorne spitz zusammenläuft. Also wo man wirklich eine schmale Spitze vorne hat und der auch vorne anständig schließt. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir natürlich total gerne Verpackungen basteln. Und wenn man Verpackungen bastelt, dann schneidet man immer bei einer Falzrille rein. Das heißt, wenn ich jetzt so wie da zum Beispiel Falzrillen habe und ich möchte jetzt da eine Verpackung machen, dann zwicke ich natürlich da rein bis zum Ende dieser Falzrille, damit ich das dann so zusammenkleben kann. Glaube ich, ist logisch. Und wenn ich jetzt keine gute Papierschere habe, dann wird immer also hinten am Ende vom Schnitt sozusagen, wird das Papier meistens noch eine Seite rüberreißen. Das ist einfach deshalb gegeben, weil die meisten Scheren vorne nicht spitz zusammenlaufen, sondern in der gleichen Stärke, wie sie da hinten sind, einfach vorne geradeaus weiterlaufen. Und durch das geradeaus Weiterlaufen drückt man dann die Spitze zusammen, und das Papier hat natürlich da vorne zu wenig Platz und reißt dann auseinander. Und das Einreißen ist natürlich total schlecht,
weil wenn das da einreißt, dann ist auch die Gefahr groß, dass es da dann weiterreißt. Von daher ist eine wirklich gute Papierschneideschere, vor allem eine, die ja wirklich bis in die Spitze schön scharf ist, total wichtig. Okay, also, das ist das, warum ich für eine gute Papierschere immer zu haben bin und ich empfinde, dass das wirklich ganz notwendig ist. Und auch da sind Sie bei Stampin' Up! Wirklich bestens beraten. Ich habe meine Papierschere, die ich mir vor gut 5 Jahren bestellt habe, immer noch in Gebrauch und habe sie. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie jemals einmal nachgeschliffen hätte. Und ich glaube, jeder, der Messer oder Scheren in Verwendung hat, weiß, dass Papier eigentlich ein Schärfekiller ist. Oder? Also in alle Shows, wo sie zeigen möchten, wie super ein Messer schneidet, schneiden sie dann meistens rein in ein altes Telefonbuch oder so, um zu demonstrieren, wie super genial das Messer ist, weil es immer noch voll gut schneidet, obwohl man im Papier reingeschnitten hat, oder? Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass meine Papierschere von Stampin' Up! Seit 5 Jahren wirklich viel Papier schneidet, dann würde ich sagen, kann man wirklich davon ausgehen, dass er echt, echt richtig gute Qualität ist. Lustig, die Anna Winter schreibt zum Beispiel gerade ein, sie hat sich sogar diese Schere bestellt zum Nähen, weil es auch im Nähzubehör super wichtig ist, dass man gute Scheren hat. Und spannend, oder? Wenn man sich denkt, dass sich die Anna dann vor einer Papierfirma die Schere fürs Nähen bestellt hat. Also, ich denke, das ist wirklich eine Auszeichnung. Ja, also, ich würde sagen, Papierschere total wichtig. Gut, was braucht man noch? Wir brauchen auf jeden Fall einen Papierfalter. Also ein sogenanntes Falzbein, sagt man auch oft dazu. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn man natürlich so Falzrillen zieht, dann ist es total super wichtig, dass man diese auch richtig schön glatt streifen kann, dass man da richtig eine gute Kante hat, dass die einfach richtig, richtig scharf und gut, ja, niedergedrückt sind. Jetzt manche sagen, ah, mache ich mit meinem Fingernagel, geht auch. Geht dann super, wenn man gute, harte Fingernägel hat und das gerne mag. Meiner einer zieht auf jeden Fall ein Falzbein vor. Erstens einmal, weil meine Fingernägel total weich sind, also ich kann das wirklich gar nicht haben. Und zweitens, weil ich natürlich auf so ein Falzbein einen ganz anderen Druck aufbauen kann als mit dem Fingernagel. Das heißt, ein gutes Falzbein ist ganz, ganz, ganz super wichtig. Citrin schreibt gerade, und die Fingernägel bleiben schön. Ja, auch das ist natürlich ein schönes Goodie dazu. Ja, okay. Also auch das gehört auf jeden Fall zur Basis dazu, um mit dem Hobby Stempeln zu beginnen. Also es gibt einfach so bestimmte Werkzeuge, die braucht man. Gut, dann haben wir eigentlich die allerwichtigsten und ganz totalen Basiswerkzeuge schon durch. Also, kurze Wiederholung, wir brauchen einen guten Papierschneider, wir brauchen eine gute Papierschere und wir brauchen ein Falzbein. Das sind unsere Werkzeuge, die man ganz, ganz, ganz am Anfang auf jeden Fall braucht. Okay, jetzt wollen wir aber natürlich auch schauen, okay, wenn man stempeln will, dann braucht man natürlich Stempel. Liegt auf der Hand, oder? Jetzt ist es bei Stampin' Up! So, dass alleinig im Jahreskatalog sich bis zur Seite, ganz justamente, das verändert sich immer ein bisschen die Seitenanzahl, aber so gut die ersten 130, 140 Seiten sind meistens alles Stempel. Das heißt, da rundherum finden Sie diverseste Anlässe mit Stempelsets drauf. Also was nimmt man jetzt? Wenn man ganz am Anfang steht vom Stempelhobby, dann ist man total erschlagen. Also zumindest kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass es mir so gegangen ist, dass ich mir gedacht habe, Himmel, was soll ich denn da jetzt als erstes bestellen? Mit was fängt man denn da jetzt am besten an? Und da ist es mir so gegangen, dass ich mir dann jetzt im Nachhinein meine Kunden immer sage, suchen Sie sich als erst Stempelsets aus, die Motive haben, aber auch Sprüche, je nachdem, was man halt gerade braucht. Und schauen Sie drauf, dass es Stempelsets sind, die möglichst eine koordinierende Handstanze dazu haben. Weil mit denen
kann ich einfach schon total viel tun. Ah, lustig. Die Yvonne Burkhardt fragt gerade, ob es denn auch Scheren für Linkshänder gibt. Finde ich eine ganz spannende Frage. Und Yvonne, ich kann Ihnen dazu sagen, meine Tante ist Linkshänderin. Und durch das, dass diese Scheren komplett gleich gearbeitet sind, sind die für Linkshänder und Rechtshänder perfekt geeignet. Also sie können wirklich nichts falsch machen, weil die ganz gleich ausgeführt ist. Die ist sozusagen, was soll man denn sagen? Die ist gespiegelt ausgeführt. Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Okay, zurück für uns zu unseren ersten Stempelsets und deren, was man sich so aussuchen sollte. Also ich würde immer dazu neigen zu sagen, okay, suchen Sie sich ein Stempelset aus mit passenden Handstanzen. Weil ich damit schon 3D-Projekte machen kann. Ich kann damit schon eine Karte zaubern, wo ich den Teil ausstanzen kann, ohne dass ich jetzt gleich eine große Stanz- und Prägemaschine brauche. Es geht super schnell, es geht total einfach, kennen auch Kinder sehr, sehr gut. Und ich gebe drunter ein paar Abstandklebeblätter drauf, um Kleber kümmern wir uns noch. Und schon habe ich ein 3D-Projekt, was ich super basteln kann. Und in dem Moment, wo in meinem Stempelset auch ein paar Sprüche sind, je nachdem, für was für einen Anlass ich halt jetzt als erstes basteln möchte, bin ich schon einmal total gut gerüstet. Das heißt, ich kann damit auf jeden Fall schon was machen. Gut, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Set. Ein weiteres Set, was ich ganz, ganz super finde für Anfänger, ist zum Beispiel dies mit der Schleife. Auch dazu gibt es eine passende Handstanze. Was ich bei diesem Schleifenset mega, mega, mega super finde, ist, dass diese Schleifen sich ja für alle Anlässe eignen. Das heißt, ich kann damit für Weihnachten super basteln, ich kann für Geburtstage super basteln, ich kann sogar so eine Schleife ausstanzen und direkt auf ein Paket kleben. Also man hat wirklich ganz viele Möglichkeiten und ich habe gute Sprüche drin. Also ich habe was für Weihnachten, ich habe verziert mit Liebe, ich habe erfüllt dir einen Wunsch, ein kleines Geschenk für dich. Das heißt, wir haben ganz viele neutrale Anlässe und aber auch direkt für Weihnachten. Also ist für mich ein ganz super Anfängerset. Und die Stempelsets, die variieren natürlich. Das heißt, wenn Sie jetzt das Video in ein, zwei Jahren sehen, dann wird es dieses Stempelset und die Stanze wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber Sie wissen zumindest, worauf Sie achten sollten. Also achten Sie darauf, dass Sie ein Stempelset haben mit Sprüchen, die variabel sind und auch mit Motiven, die für verschiedene Anlässe zum Einsetzen gehen. Und mit Handstanze, dann sind Sie perfekt gerüstet. Und als drittes Set, was ich ganz, ganz super auch finde, ist das Schmetterlingsglück. Einfach deshalb, weil Schmetterlinge einfach immer gehen. Es sind Sprüche drin, die auch wieder für verschiedenste Anlässe geeignet sind. Und ich habe schon mal zwei Größen von Motiven, die sich mit einer Handstanze ausstanzen möchten. Können. Verlaut, dass ich im Chat möchten gelesen habe. Also die kann man unter einem Mal ausstanzen. Und das finde ich immer sehr, sehr fein. Gut, um das, wie man genau abstempelt, beziehungsweise worauf man achten sollte, wenn man stempelt und mit einer Handstanze arbeitet, da werden wir uns wahrscheinlich schon beim nächsten Basteltreff damit beschäftigen oder beim nächsten Online-Kurs, bei der nächsten Lektion werden wir uns das genauer anschauen. Und da werde ich dann meine Tipps zum Abstempeln auch dazugeben. Heute geht es wirklich um Basiswissen, Basismaterial für den Ersteinkauf. Okay. Also darauf achten. Was ich ganz, ganz fein finde, ist, dass man auch die Handstanzen sehr gut aufeinander stapeln kann. Das heißt, dieselbe Größe an Handstanze hat da unten dieselbe Kreisöffnung wie oben beim Muster. Ich halte auch das einmal ein bisschen schräg rein und hoffe, dass man das einfängt, dass da eine kleine Erhöhung ist. Da ist ein kleiner Absatz. Ja, sieht man zum Glück. Und dieser Absatz, diese Erhöhung passt genau in diese Kreisöffnung rein. Das heißt, man kann das ganz schön aufeinander legen, solange bis das da so wie ein bisschen einrastet. Habt ihr das gehört? Wart's einmal. Hat man jetzt gehört, hoffe ich. Und das Einrasten ist ein ganz ein feines ja, Zusatzding, dass die Handstanze nicht so schnell irgendwie nach links oder rechts runterkippt, wenn man sie aufeinander in einem offenen Regal zum Beispiel stapelt. Und trotzdem kann ich vorne ganz super erkennen, was für eine Stanze denn ist, die da übereinander gelagert ist sozusagen.
Und das funktioniert natürlich bei jeder Größe. Also bei der kleinen ist es auch genauso gemacht wie unten der Kreis, ist es auch da oben der Kreis. Und auch die könnte ich jetzt auf der wieder perfekt draufschieben und lagern, so dass die eben da drauf gut hält. Also auch das sind so kleine, feine Sachen, die man eben bei Stampin' Up! Eigentlich in der Regel immer findet. Das heißt, das ist alles so bis ins letzte Detail ausgedacht. Also man hat immer wirklich, ja, es hat halt einfach eine Qualität. Und schon meine Oma hat immer gesagt, wer billig kauft, kauft teuer. Und wer Qualität kauft, kauft im Laufe der Zeit eigentlich günstig. Weil es einfach hält und mit Sinn ist. Man braucht sich nicht ärgern, sondern kann sich über ganz, ganz vieles freuen. Und das ist immer eine gute Sache. Okay, gut. Das wäre also das gewesen, worauf ich achten würde, wenn ich die ersten Stempelsets einkaufe. Im Nachhinein betrachtet. Okay, gut. Also, und bei den Stempelsets geht es mir auch immer so, dass ich ja, immer finde, am Anfang 2 bis 3 Stempelsets sollte man auf jeden Fall investieren und achten Sie darauf, dass Sie möglichst verschiedene Anlässe abdecken. Weil am Anfang ist es ganz, ganz schön, wenn man dann weiß, okay, ich kann jetzt für den und für den Anlass habe ich schon einmal was daheim, wo ich schon mal gut dazu basteln kann. Mehr wird es mit der Zeit von selber. Sie werden immer wieder was sehen, was einem gefällt. Da glaube ich, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Okay, gut. Also, jetzt haben wir natürlich ein Stempelset, jetzt brauchen wir natürlich auch ein Stempelkissen, ist klar. Mit irgendeiner Farbe müssen wir ja das Ding dann auch abstempeln. Und bei den Stempelkissen ist es so, dass wir bei Stampin' Up! Insgesamt jedes Jahr 50 Farben haben, 40 Stammfarben und 10 sogenannte In-Colors. Um die genauen Farben werden wir uns auch ein bisschen später kümmern. Aber ganz am Anfang ist es eben so, dass auch viele sagen, okay, aber was für Farben soll ich denn jetzt nehmen? Weil wenn ich in den Katalog reinschaue und ich schaue mir da die Farben an, dann bin ich total überfordert. Was soll ich denn jetzt nehmen? Oder? Wenn man sich das anschaut, dass es diese Farben alle gibt, dann ist man meistens am Anfang total erschlagen und sagt, Himmel, was nehme ich jetzt für Gelb, was nehme ich jetzt für Rot, was nehme ich jetzt für Blau? Und da ist es so, dass diese Farbkollektionen, die man da in einer Reihe sieht, manchmal sind sie nebeneinander gedruckt, im nächsten Katalog vielleicht wieder untereinander, da muss man einfach ein bisschen schauen. Aber die Farben, die in einer Kollektion sind, in dieser Farbkategorie sich aufzuhalten, macht schon mal zumindest einen gewissen Sinn, weil die miteinander koordinieren. Das heißt, da kann ich schon nichts verkehrt machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt der Typ, ich mag am liebsten knallige Farben, dann würde ich meine ersten Farben aus den Signalfarben wählen. Und wenn ich jetzt der Typ bin, der sagt, okay, ich bin eigentlich der, der was lieber, was ein bisschen pastellige Töne hat, der ein bisschen zarter ist in die Farben, dann würde ich aus den Pastellfarben wählen. Aber ich würde mir jetzt nicht zum Beispiel ein Babyblau nehmen und da dazu ein Waldmoosgrün. Es wäre zwar möglich, es würde gehen, also es passt schon zusammen. Aber schöner ist natürlich, wenn ich ein Babyblau dann zum Beispiel mit einem Farngrün kombiniere, weil ich in der Farbharmonie bleibe. Das heißt, da geben sie sich sehr, sehr viel Mühe, dass diese Farben auch immer schön zusammenpassen. Und dann gibt es noch die Prachtfarben. Das ist für die, die was sagen, ich bin so eher der herbstliche Typ. Ich mag total gern, wenn die Farben schon kräftig sind, aber ein bisschen gedämpfter. Dann ist man in der Prachtfarbenkollektion am besten aufgehalten. Und dann gibt es noch die Neutralfarben. Das sind diese Farben, die man mit allen Gruppen perfekt kombinieren kann. Da kann man nichts falsch machen. Also eine Neutralfarbe kann man immer super dazu nehmen. Da haben wir auch die ganze Braun- und Grau-Riege drin. Das heißt, für alle, die jetzt zum Beispiel sehr gern Vintage basteln, so in dem Vintage-Stil, in dem Used-Stil, die sind natürlich super aufgehoben mit einem Espresso oder Wildleder oder Savanne. Alle, die jetzt sagen, ich bin so eher der modernere Typ, ich mag eigentlich total gern Schieferplatten und Granitplatten daheim haben, ich bin total auf Stein und eher so ganz der moderne Typ, der ist natürlich super bedient mit unseren Grautönen. Und gerade die Grautöne zum Beispiel mit einem schönen Rosa wie einem Blütenrosa dazu, ist natürlich Traum. Da ist man total ganz, ganz super aufgehoben. Mein kleiner Tipp. Wenn ich jetzt noch mal ganz von vorne beginnen würde,
dann würde ich mir als allererstes etwas aus die Prachtfarben nehmen, speziell im jetzigen Zeitraum vom Jahr. Wir sind ja jetzt im Herbst unterwegs. Herbst und Weihnachten ist für mich immer etwas, wo ich eher in die Prachtfarben unterwegs wäre. Und da ist mein Grün der Wahl, ist auf jeden Fall Olivgrün und mein Rot der Wahl auf jeden Fall Chili-Rot. Und da dazu würde ich noch eine Neutralfarbe kombinieren und da habe ich mich jetzt für Savanne entschieden, weil Savanne einfach ja, so ein Farbton ist, der sehr, sehr gut geeignet ist für eben den ganzen Vintage-Stil. Und die drei, also wenn mir jetzt jemand fragt, welche drei Farben sollte man als erstes nehmen, dann würde ich zu dieser Jahreszeit, also jetzt Herbst, Winter, würde ich zu diesen drei Farben tendieren, weil die einfach super geeignet sind für den ganzen Herbst und auch für die Weihnachts-Winter, Zeit. Und den Vorteil, den ich natürlich habe mit einer kräftigeren Farbe, wie zum Beispiel Chili und Olive, ist, dass man diese Farben durch öfteres Abstempeln heller bekommt. Das heißt, ich habe da mit dem natürlich mehr Möglichkeiten, als ich das mit einer hellen Pastellfarbe habe. Wenn ich jetzt aber der pastellige Typ bin, dann würde ich trotzdem die Pastellfarbe vorziehen, bevor ich eine dunkle nehme und die öfter abstempel, weil je öfter man einen Stempel abstempelt, und da kommen wir dazu in die nächsten Videos, desto ja, schlechter wird der Stempelabdruck natürlich. Also ich kann damit natürlich einen schönen Farbverlauf erzielen, aber ich habe nicht mehr diesen satten, schönen Abdruck, den ich beim ersten Abdruck natürlich habe. Okay, gut. Also entscheiden Sie sich möglichst für zwei bis drei Farben, die miteinander gut harmonieren. Und das geht am besten, wenn man in die Farbkollektionen bleibt. Gut, dann nützt die beste Farbe und der beste Stempel nichts, wenn ich nicht ein wirklich gutes Papier habe. Und Mädels, es tut mir leid, aber jeder, der in gute Qualität von Stempel investiert und in schöne Qualität von Farben und dann anfängt, beim Papier zu sparen, wird, es tut mir leid, kein gutes Ergebnis zusammenbringen. Und das möchte ich einmal ganz kurz zeigen. Also es gibt bei den Basisfarben natürlich den vanilligen Ton, also wer jetzt gern so in die cremigen Töne auf dem Weg ist, und es gibt auch ein Flüsterweiß, was ein wirklich richtig schöner Weißton ist, der aber nicht so kühl und hart ist, wie zum Beispiel Kopierpapier. Also man sieht da ganz schön den Unterschied. Ich hoffe, dass das über die Kamera rüberkommt. Ein Kopierpapier geht immer so in eine bläulich-gräuliche Richtung und Flüsterweiß hat einen richtig schönen, neutralen Weißton. Also das geht weder ins Cremige, noch ins Bläuliche, noch ins Gräuliche, sondern ist ein richtig ein schöner, weicher, weißer Ton. Okay, gut. So, jetzt habe ich da ein altes Kopierpapier und ich habe da ein Vanillepur, was ich hinten sehr gut jetzt für den Zweck verwenden kann. Und ich habe mir nur mal schnell aus einem von den Stempelsets da was rausgeholt und möchte Ihnen das gern kurz zeigen, was da rauskommt. Ah, ich nehme es Olivgrün. Ich nehme es Olivgrün deshalb, weil es leichter geht zum Demonstrieren als jetzt das Chili-Rot. Und ich nehme mir jetzt einfach einmal einen Stempel, der jetzt ein bisschen schwieriger zum Abstempeln ist, und zwar aus dem Set Festtagsglanz, Frohe Weihnachten. Und da ist deshalb schwieriger, weil wenn ein Stempelabdruck der Grundton in der Farbe gemacht wird und der Schriftzug sozusagen ohne Farbe auffällt, dann muss der Stempel was können, die Stempelfarbe was können und das Papier was können. Das heißt, mit dem kann man sehr, sehr schön ausprobieren, ob ein Stempelset und eine Farbe und ein Papier was taugt. Also ob das hält, was es verspricht. Und von daher werden wir das jetzt ganz gleich testen. Also, wir dunkeln da in die Farbe und wie man genau stempelt und mit dem Stempelkissen umgeht, um das kümmern wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Heute geht es mir nur einmal darum, dass man sieht, was kann ein gutes Papier und was kann ein Papier, wenn es eben nicht so gut ist. Und da sieht man jetzt sehr, sehr schön, nicht perfekt, aber trotzdem sehr schön, dass da der Stempelabdruck wirklich ja, fast satt gleichmäßig ist. Und man sieht bei dem, dass da drinnen hellere Stellen sind, also fast weiße Stellen. Ich halte das einmal ein bisschen näher und hoffe, dass man das gut erkennen kann. Ein bisschen weiter vor, glaube ich, muss ich.
Also da sieht man schön die Färbung und da sieht man, wie da die weißen Stellen drinnen sind. Und das ist das, was ich eben gemeint habe mit dem, wenn ein Papier keine gute Qualität hat, dann kriegt man keinen schönen Abdruck. Dann bleiben da immer helle Stellen. Und von daher, gutes Papier. Sie müssen ja nicht gleich alle Farbkartonfarben dazu nehmen und gleich beide, also Flüsterweiß und Vanillepur und gleich in extra dick und normal. Da gibt es verschiedene Papierstärken. Da ist einfach am geschicktesten, genau, Seidenmatt gibt es auch noch und so weiter. Und von daher bin ich total dafür, also Seidenglanz gibt es nicht, Seidenmatt. Von daher bin ich total dafür, dass man als allererstes mal entweder Vanillepur nimmt oder meine Wahl wäre immer Flüsterweiß. Mit dem Flüsterweiß ist man deshalb für meine Begriffe als erstes Papier am besten aufgehoben, weil es eine ganz neutrale Geschichte ist. Ich kann Flüsterweiß zu einem Creme super nehmen oder zu einer warmen Richtung super nehmen. Und ich kann aber Flüsterweiß einfach, das passt immer. Also ein schöner Weißton passt einfach immer, währenddessen ein Cremeton auch einmal zu viel sein kann. Also meine erste Wahl wäre auf jeden Fall immer Flüsterweiß. Okay, jetzt muss ich da mal ganz schnell schauen. Die Gabriele schreibt gerade dann, ob ich dann Seidenmatt, also Seidenglanz hast eigentlich für den Anfang empfehlen würde. Nein, Gabriele, das würde ich nicht. Und zwar deshalb, Seidenglanz ist ganz ein wunderschönes Papier, aber es ist relativ teuer. Also es kostet um einiges mehr als Flüsterweiß. Weil beim Flüsterweiß hat man ja 40 Blatt drin, beim Seidenglanz nur 10. Und ein Seidenglanz ist eigentlich super geeignet, wenn man in eine Aquarelltechnik gehen will. Also wenn das Papier ein bisschen Wasser aushalten muss, wenn es für verschiedene Waschungen im Hintergrund zum Beispiel gut geeignet sein muss, dann ist Seidenglanz super. Aber für den Anfang, wenn man wirklich beginnen möchte mit dem Hobby, dann würde ich auf jeden Fall ein ganz normales, gutes Seidenglanz nehmen, ein ganz normales Flüsterweiß nehmen, weil man das mit dem Basispapier einfach tiptop ausgestattet ist. Und man kann mit 40 Blatt Papier wirklich jede Menge basteln. Also da ist man mal gut ausgestattet und gut aufgehoben. Okay. Die Karina schreibt gerade, es ist wie eine Sucht, man hat mit der Zeit dann alle Farben. Ja, das stimmt. Ich bin auch so eine. Das hat aber ein bisschen mit dem zu tun, ob man farbaffin ist. Also ich kenne auch einige Bastler, die viel basteln und trotzdem für mich, gell, nur 15 bis 20 Farben haben. Ich bin immer der, wenn ich irgendwo ganz wurscht mit was arbeite, also ganz egal mit welcher Technik, ob ich jetzt in der Malerei unterwegs bin, also mit Kreidefarben oder mit Acrylfarben oder was auch immer. Oh, es tut mir so leid, aber ich habe da meistens immer ganz den großen Farbbereich, weil ich einfach, ich bin totaler Farbentyp. Also Farben, sagt mir keine Farben, ich springe da drauf an, das ist ganz schlimm. Von daher, Karina, vollstes Verständnis, auch ich bin so ein Farbentyp, aber ich weiß, es geht zum Glück für viele nicht jedem so. Okay, schön. Sigrid schreibt gerade, sie ist gerade am Zimmer vergrößern, wie süß. Schön, okay. Gut, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, ob ich irgendeine Frage übersehen habe, aber ich glaube, ich habe euch so viel erzählt, dass gar nicht viele Fragen überbleiben. Okay, im Moment hat mir jetzt, sehe ich da jetzt keine Frage. Wer Fragen hat, wir behalten uns das auf den Rest auf. Immer am Ende von jeder Lektion werden wir schnelle Fragenrunden machen, wo ich Verschiedenes beantworte. Okay, gut, so, jetzt haben wir also abgefrühstückt. Wir brauchen eine gute Farbe, wir brauchen ein gutes Stempelset, wir brauchen mit Vorliebe noch eine Handstanze dazu. Jetzt brauchen wir natürlich aber auch etwas, wo wir diese Stempel drauf klatschen, hätte ich gesagt, draufgeben können, um damit auch vernünftig stempeln zu können. Das heißt, wir brauchen Acrylblöcke. Und das liebe ich auch am System von Stampin' Up! Total, dass man jeden Stempel auf jeden x-beliebigen Acrylplatz draufgeben kann, Acrylplatz, Acrylblock draufgeben kann. Das heißt, den Acrylblock kaufe ich einmal und verwende aber für alle Sets. Ganz egal, ob das ein sogenannter Klarsichtstempel ist. Und ja, wir werden uns natürlich auch mit dem beschäftigen, was für Stempelarten es gibt.
oder ob das ein sogenannter Gummistempel ist. Das heißt, auch diesen Gummistempel, denselbigen, verwende ich mit demselben Stempelblock. Und das ist natürlich ganz fein, weil ich damit weiß, okay, die gängigsten Größen von Stempelblöcke bestelle ich mir einmal und vielleicht die, die ich ganz viel brauche, nur ein zweites Mal, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich jetzt den gleichen Block brauche, immer wieder dazwischen die Stempel runterfrimmeln muss. Bestelle mir vielleicht so gängige Größen wie C oder auch ein ganz von mir beliebter Stempelblock ist der D und ganz heiß geliebter A. Die habe ich öfter. Aber mit der Zeit, am Anfang reicht es ihnen auch, wenn sie ihn einmal haben. Mit der Zeit bestellen sie sich einmal einen zweiten dazu. Macht Sinn. Aber am Anfang reicht einer. Und die gängigsten Größen sind natürlich schon ganz, ganz wichtig, dass man die hat. Einfach deshalb, weil es gibt immer ein paar Schlaubis, gell? Nenne ich es jetzt einmal, also die Schlauen unter ihnen, die sagen, okay, ich schaue mir das Stempelset an und ich nehme mir den Stempelblock, der aufs größte Motiv drauf passt, weil wenn das größte Motiv Platz hat, dann kann ich den verwenden für alle Stempel, die drinnen sind. Ja, das ist gut gedacht, aber da kommt ein großes Aber, schlecht gemacht. Und zwar deshalb, und das möchte ich Ihnen auch ganz kurz zeigen, wenn ich mir jetzt nämlich den größten Stempelblock nehme und sage, okay, und ich habe gerade mal schnell aus dem Set den kleinsten Stempel rausgenommen, die mit die Sterne. Also der würde jetzt auch für die Maschen super funktionieren. Und auch von mir aus nur für den einen oder anderen Spruch. Aber wenn ich dann die Sterne da abstempeln möchte und ich muss das mit dem großen Stempelblock machen, dann habe ich natürlich ein Problem. Und ich habe das Problem deshalb, weil je größer ein Stempelblock ist, desto schwerer ist er natürlich auch. Also der hat ja ganz ein anderes Gewicht als der. Liegt in der Natur der Sache, oder? Mehr Material schwerer, weniger Material leichter. No, na. Und was als nächstes natürlich dazu kommt, ist, wenn ich jetzt in das Stempelkissen reintauche, dann ist die Gefahr, dass ich da leicht schräg auf die Seiten ankomme und die Hälfte von dem Stempelblock nur mit eingefärbt ist, natürlich um vieles größer, als wenn der Stempelblock, also als wenn der Stempel auf dem richtigen Block ist. Und jetzt muss ich da gerade mal schnell drauf drucken, damit der da hält, weil ich da natürlich weniger Gefahr habe, dass ich seitlich reinrutsche. Und wenn ich aber auf der Seite die Farbe drauf habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich rechts rüberkippe oder links. Und dann diese Farbe auf mein Projekt habe. Und das will ich natürlich nicht. Eh klar, oder? Das heißt, Stempelblöcke bitte niemals nur den größten bestellen. Und wenn man nur so meint, das ist ganz eine kluge Idee, das ist es leider nicht. Das ist keine ganz so kluge Idee, weil ich mir damit wahrscheinlich mehr Papier verbatz und mehr Projekte verbatz und etwas doppelt und dreifach basteln muss. Und damit letzten Endes wieder mehr Geld verliere, als ich gewinne, wenn ich mir den kleinen Fuzzi da spare. Glaube ich klar, oder? Okay, so, ich versuche das natürlich möglichst logisch für Sie rüberzubringen. Gut, schön. Das war also das. Acrylblöcke, ganz wichtig. Was Sie am Anfang nicht unbedingt brauchen, sind ganz die großen. Sie brauchen auch am Anfang nicht unbedingt so einen langen, sofern das nicht im Stempel Set drinnen ist. Also Sie müssen natürlich schon schauen, dass Sie die Stempelblöcke haben, damit Sie alle Stempelabdrücke auch abstempeln können. Aber es gibt so Stempelblöcke, wo ich sage, die braucht man jetzt ganz am Anfang nicht unbedingt. Fragen Sie dazu bitte immer Ihren Demo Ihrer Wahl. Also es ist unsere Aufgabe als Stampin' Up! Demos, Ihnen auch einen Rat zu geben. Das heißt, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ich möchte jetzt dieses Stempelset haben. Welche Stempelblöcke würden Sie mir denn empfehlen? Fragen Sie Ihre Demo. Ihre Demo wird Ihnen hoffentlich immer gut mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wenn Sie das Gefühl haben, das tut sie nicht, dann suchen Sie sich eine andere Demo. Es gibt ganz, ganz viele Stampin' Up! Demos. Und da räume ich jetzt gleich mit einer vorgefassten Meinung auf. Kein Kunde ist an eine Demo gebunden. Wenn man mit einer Demo zufrieden ist, dann sollte man natürlich bei dieser Demo bleiben. Die gibt sich ja viel Mühe. Aber es ist kein Kunde gebunden. Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Demo nicht zufrieden sind, dann sind Sie in jedem Recht, eine andere Demo auszuwählen.
Und das soll auch so sein, weil nur so auch gewährleistet ist, dass wir gute Demos am Start haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dasselbe gilt übrigens für alle Stampin' Up Demos, die das für sich als Hobby machen. Wenn sie keine gute Upline haben, dann wechseln sie das Team. Also nichts einfacher, als es wieder zu lassen und bei jemand anderem einzusteigen, wo sie besser aufgehoben sind. Sie müssen nicht jahrelang in einem schlechten Team fristen. Okay, so viel dazu. Jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema, Kleber. Wir brauchen natürlich einen guten Kleber. Es nutzt uns auch nichts, wenn wir schöne Stempelabdrücke bauen und dann das Ding nicht zusammenbekommen. Nicht? Also wir möchten ja ein schönes Ergebnis haben. Und für das sind gute Kleber total wichtig. Mein Kleber der Wahl ist auf jeden Fall der Dombo als Flüssigkleber. Ist auf jeden Fall, was ich immer empfehle, jeden Neuling, die großen Dimensionals, also die Abstandklebepads, die so einen 3D-Effekt machen. Und eventuell, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob Sie auch gerne Verpackungen basteln möchten. Aber wenn Sie Verpackungen basteln möchten, dann tun Sie sich den Gefallen und nehmen Sie nur das doppelseitige Klebeband dazu. Mit D3 Kleber sind Sie recht gut ausgestattet. Was Sie am Anfang wirklich nicht brauchen, sind sowas wie Abrollkleber. Die sind zwar mit der Zeit fein, super, wenn man sie hat, ist aber nichts, was man am Anfang braucht. Und was man auch nicht unbedingt am Anfang braucht, was mit der Zeit aber auch Sinn macht, aber nicht ganz am Anfang, sind die Mini-Dimensionals. Die sind zwar ganz, ganz praktisch, wenn man sie hat, aber es steht überhaupt nichts dagegen, einen großen Dimensional in der Mitte auseinanderzuschneiden. Also mit der Zeit ja, aber ganz fürs erste Set nicht unbedingt Not. Es gibt Wichtigeres, als dass man fünf Kleber hat. Aber die drei, die würde ich wirklich empfehlen, das sind meine absoluten Basiskleber. Gut. Da fragen mich übrigens die Leute auch immer wieder, ja, aber kann ich denn nicht einen guten alten Uhu nehmen? Ich glaube, einen Uhu kennt jeder von euch, oder? Also bei uns halt einmal, zumindest bei uns in Österreich, also zumindest in meinem kleinen Kreis Tirol, ist es wirklich so, also da ist Uhu, glaube ich, die Marke der, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, der Bevölkerung. Also der Uhu ist halt einfach irgendwie, den kennt einfach jeder. Und beim Uhu ist es aber so, der ist zwar ein prinzipiell guter Alleskleber, also der macht das ganz spitze, ist aber nicht wirklich geeignet zum Papierbasteln und zwar deshalb, weil der recht, ja, da ist so viel Feuchtigkeit drin in dem Kleber. Jetzt passiert es da ganz leicht, dass das Papier wellt, was für 0815 Bastelarbeiten kein Problem ist. Aber wenn man schöne Bastelergebnisse im Kartenbereich zum Beispiel machen möchte oder auch bei Verpackungen, dann ist das nicht unbedingt gut. Also da würde ich nicht auf ein Uhu gehen. Und was noch dazu kommt, ist, dass der irre lang braucht, bis er trocken ist. Also Uhu, wenn er wirklich trocken ist, braucht er, ich würde mal sagen, im Schnitt Minimum 7 bis 8 Minuten. Und das ist für uns Bastler eine horrende Wartezeit. Also wenn ich 7 bis 8 Minuten warten muss, bis ich bei meinem Projekt weiter basteln kann, kriege ich schon die Krise, weil so viel Zeit habe ich gar nicht. So viel, wie ich da verwarte, sozusagen. Der Dombo ist ein Kleber, der irre schnell anzieht. Da habe ich echt nur ganz kurz Zeit, um was einzurichten. Ganz kurz, aber sicher nicht länger als, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Sekunden. Also da reden wir nicht einmal von einer Minute. Da reden wir wirklich vom Sekundenbereich. Die Helga schreibt gerade, der Uhu ist gut für den Kindergarten. Das stimmt. Kindergarten, Volksschule, für so allgemeine Bastelarbeiten, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, ist der Uhu super. Aber für uns, die ernsthaft mit dem Hobby Papierbasteln zu tun haben, ist der Uhu wirklich einfach nicht geeignet. Sitren beim Uhu kannst du nebenher Socken stricken, ja. Stimmt, leider mal. Gut, okay. Also gute Kleber, ganz, ganz wichtig. Die Renate Gertig schreibt gerade: Mein Dombo stellt weltdünnes Papier, was mache ich falsch? Ja, das macht der Dombo dann, wenn er zu dick aufgetragen wird. Und was
Was noch dazu kommt, Renate, immer ein guter Tipp, wenn Sie ein Tombow auftragen, und wir beschäftigen uns mit dem Kleben auch in einem separaten Online-Kursvideo noch. Also das Thema Kleben wird nochmal ganz ein wichtiges. Aber der Tombow ist immer gut, wenn man ihn mit dem Falzbein einmal drüber fährt. Draufdrücken, drüber fahren. In dem Moment wird er flacher gedrückt und damit habe ich die Welle im Papier nicht mehr. Gut, schön. So. Dann braucht man natürlich nur einen guten Reiniger. Wir wollen ja unser schönes Material auch wieder gut sauber kriegen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man also was ein guter Helfer ist und nicht wirklich Spaß macht zum Kaufen. Es gibt so Dinge, die machen nicht Spaß zum Kaufen, erleichtern aber das Leben sehr. Und da gehört für mich die Schrubbkiste dazu. Das ist eine Art, ja, wie eine Art Teppich, der da drinnen ist. Und da sprüht man auf einer Seite einen Stempelreiniger rein. Meiner ist jetzt schon fast alle, aber das macht nichts. Dann fährt man mit dem Stempel rein in die Schrubbkiste, fährt da ein bisschen rundherum, fährt rüber auf die Trockenseite und damit ist der Stempel schön sauber und wieder zum Einsatz bereit. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel in eine helle Farbe reinfahren. Das heißt, die Schrubbkiste ist wirklich total super und auf jeden Fall die absolute Wahl meines Stempelreinigers für den Start mit diesem Hobby. Was es unbedingt auch dazu braucht, und das ist immer so eine Sache, wo mich auch die Leute am Anfang sehr gerne fragen, brauche ich wirklich einen Stempelreiniger? Ja, Sie brauchen bitte wirklich einen Stempelreiniger, weil im Stempelreiniger Substanzen drinnen sind, die gerade speziell die Gummistempel rückpflegen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich meine Gummistempel, wenn ich mit denen brav umgehe und die immer wieder schön reinige mit einem rückpflegenden Mittel, dann brechen die nicht so schnell. Man kennt das von günstigen Stempeln, die werden mit der Zeit rissig und porös und trocknen aus. Und je rissiger ein Stempel wird, desto schlechter wird der Abdruck. Das heißt, ein guter Reiniger, bitte, ist wirklich Not, kostet nicht die Welt. Also so ein Flascherl kostet, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen 5 und 6 Euro. Und kann ich, also ich mache es immer so und das rate ich auch meinen Kunden. Sobald der halb leer ist, fülle ich den mit Wasser nochmal auf. Nicht mehr, also mehr als halb verdünne ich den nicht, also 1 zu 1. Aber 1 zu 1 dürfen Sie den ohne weiteres verdünnen, ohne dass er von der Qualität so viel schlechter wird, dass er nichts mehr nutzt. Also Sie sehen schon, mit so einem Stempelreinigungsflascherl kriege ich sicher, ja, ich würde mal sagen, mittlerweile überhaupt jetzt mit dem Reinigungsschwamm, den es dazu gibt, kriege ich, glaube, ein ganzes Jahr raus. Also es ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, ich kriege mit so einem Flascherl dreiviertel Jahr, Jahr kriege ich da auf jeden Fall aus und ich bastle aber viel. Lustig, Schrubbkiste reinigen. Genau, das ist auch ein Thema. Ganz wichtig und auch dem werden wir uns im Stempel-Online-Kurs widmen. Ich gehe mit euch einmal direkt mit der Kamera zum Stempelkissen reinigen, also zum Schrubbkiste reinigen. Das schauen wir uns an, auf jeden Fall. Weil auch da kann man so einiges verkehrt machen, wie ich mittlerweile von Kunden erfahren habe. Gut, und was ich persönlich noch immer dazu rate, ist der Reinigungsschwamm. Der ist doppelt so groß, also ich schneide meine aber in der Mitte auseinander. Der ist doppelt so groß wie der jetzt da, der da abgebildet ist. Und den liebe ich deshalb so heiß, weil er einfach zum schnellen Reinigen total super ist. Er ersetzt mir die Schrubbkiste nicht, das muss ich wirklich sagen, aber er ist ganz, ganz, ganz super zum Vorreinigen oder zum schnell zwischendurch Reinigen. Das heißt, wenn ich mit ähnlichen Farben arbeite, dann kann man dort drinnen ganz, ganz super reinigen, und kann dann wirklich rein. Und wenn man mit großen Unterschieden arbeitet, zum Beispiel ich arbeite jetzt mit Chili-Rot und will dann in ein Osterglockengelb, dann würde ich das Chili-Rot auch in diesen Reinigungsschwamm reinwischen und erst dann in die Schrubbkiste gehen und dann kann man rein ins Gelb. Das hat den Sinn, dass ich mir mit dem Reinigungstuch, was ja super einfach zum Auswaschen geht, unterm Waschbecken klarerweise oder unterm Wasserstrahl viel leichter als die Schrubbkiste zu reinigen ist. Hat das jetzt den Sinn, oder dass ich meine Schrubbkiste, ja, ich würde mal sagen, einmal im halben Jahr mittlerweile wasche,
also meine Reinigungskiste, die ich euch jetzt gerade vorher gesagt habe. Und früher war das Minimum einmal im Monat Not. Also ihr seht schon, ihr könnt mit dem Reinigungsschwamm diesen Prozess, der echt ein bisschen aufwendiger ist, von dem Schrubbkisten reinigen, wenn man es anständig machen will, ja, über mehrere Monate hinausziehen. Also das ist wirklich eine super Investition, kostet alle pro Euro. Also es ist alles in einem sehr, sehr erschwinglichen Bereich und macht aber mega, 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 mega viel Sinn. Jetzt mal gerade mal schnell schauen, Reinigungstuch, ob ich schnell auf die Schnelle finde. Aber ich glaube, ja, genau da. Kostet 9,75 € und ist aber doppelt so groß wie das, was ich da jetzt habe. Also wie gesagt, ich teile meine so in der Mitte, weil es mir ganz super dann in den Deckel da reinpasst und dann hält das da drinnen gut. Dann kann ich das da liegen lassen und kann da drinnen nochmal umfahren. Funktioniert super. Also eine absolute Empfehlung, wirklich. Gut, Schrubbkiste haben wir, Stempelreiniger haben wir. Okay, und natürlich, was nur so ein nettes, nicht unbedingt Must-Have, aber was auf jeden Fall Sinn macht, ganz am Anfang auch beim Bestellen, ist ein bisschen Klimbim. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt, ja, da würde ich mal was Neutrales nehmen. Also ich persönlich bin ja der totale Glitzer-Fan. Das heißt, für mich sind die Basic-Strassschmuck ganz in Silber immer das Liebste meiner Wahlmöglichkeiten, einfach deshalb, weil ich mit Silber so neutral dran bin, dass es mir zu allen Farben immer passt. Es passt mir wirklich immer zu allen Anlässen gut. Also ich gebe sogar die Glitzersteinchen auf Trauerkarten drauf, weil ich finde, auch da braucht man ein bisschen Glitzer. Wenn Sie jetzt nicht so ein Glitzertyp sind, es gibt diese Fläche auch aus Perlen. Ist auch eine gute Wahl, wer Perlen gerne mag. Das heißt, so ein Accessoire-Ding würde ich mir immer nehmen, weil es einfach noch so den letzten Kick gibt. Nochmal das Projekt einfach ein bisschen aufpeppt. Und was ich auch empfehlen würde, wirklich von Anfang an, ist der Winkhoff Stella. Der Winkhoff Stella ist einfach deshalb super, weil ich auch mit dem ein bisschen an Glitzer draufzaubern kann. Und ich zeige das einmal ganz schnell auf einem dunkleren Farbkarton. Das nehme ich mir da grün. Mal schnell zeigen. Also, wenn ich das da drauf mache, dann habe ich sofort ein bisschen einen Glitzer-Schimmer-Effekt. Ich hoffe, dass man es sieht. Meistens sieht man es über die Kamera nicht wirklich. Aber es glitzert halt einfach schon von Haus aus schon mal total super. Und was ich mit dem natürlich ganz, ganz spitze machen kann, mit dem Winkhoff Stella, ist, ich kann mit dem auch, und das finde ich ganz, ganz mega, gerade speziell bei den dunkleren Farben, die Farbe ein bisschen nach außen ziehen. Also ich kann da sogar ein bisschen mit Farbe arbeiten, obwohl ich jetzt noch keine Aquarelltechnik machen kann, ganz am Anfang. Aber so ein bisschen geht das schon. Also der Winkhoff Stella, man sieht es jetzt da ganz gut, der färbt, der zieht die Farbe auch ein bisschen raus. Heute muss ich ein bisschen suchen, dass ich in die Kamera kriege, gell? Aber man sieht es. Und es glitzert halt einfach schön. Das heißt, der Winkhoff Stella ist wirklich etwas, wo ich sagen würde, das gehört in die Basisbestellung auf jeden Fall rein. Wäre mein Tipp. Ja, das sind also jetzt, glaube ich, sind wir wirklich durch die Basisdinger durch, was man so braucht, wenn man mit dem Hobby Stempeln, Basteln mit Papier beginnen möchte. Das sind einfach wirklich die ganz, ganz, ganz Basisdinger. Und wenn ich mit dem Programm einmal beginne, das kostet natürlich ein bisschen was. Also wie bei jedem Hobby muss ich ein bisschen ein Geld am Anfang einfach in die Hand nehmen. Aber mit dem Set ist man einfach schon einmal super ausgestattet und kann wirklich loslegen mit dem Hobby. Alles, was dann danach kommt, sind schöne, nette Dinge dazu, die mir das eine oder andere nur ermöglichen. Aber ich kann trotzdem mit dem schon mal richtig, richtig, richtig gut basteln. Okay, Sietchen sagt gerade, ich soll erzählen, womit ich den Winkhoff Stella nachfülle. Ja, das mache ich doch glatt, Sittchen. Das ist zwar jetzt nicht was, was ich in die Basisbestellung reingeben würde, aber dieser Stift, wenn der Winkhoff Stella leer ist, bloß nicht wegwerfen. Der hat eine ganz super Pinselspitze, mit der kann man super arbeiten. Man kann den ganz schön nachfüllen und wie man ihn nachfüllt, auch das werden wir uns in einem der nächsten Videos anschauen. Aber ich sage euch schon mal, mit was man den nachfüllen kann. Und zwar
mit der Glanzfarbe Champagner. Mal schnell schauen, wo die jetzt gerade umgeht. Mal gucken, ob ich die jetzt ganz auf die Schnelle finde. Wo haben wir sie? Haben wir Klimbim? Na, das war doch da irgendwo. Ein bisschen suchen gehört manchmal auch dazu. Da haben wir es. Und zwar da. Das ist die Glanzfarbe und das, wo das goldiger ist, also das da, was ein bisschen goldiger ist, das ist Champagner. Und die Glanzfarbe Champagner kostet 9,75 €. Champagner Nebel heißt sie, um genau zu sein. Kostet eben 9,75 € und da können Sie aber Ihren Wink of Stella, also den Stift, ich würde mal sagen, 5, 6, 7 Mal nachfüllen. Also ist wirklich, wirklich den Wink of Stella Stift niemals verwerfen. Der geht wirklich super zum Auffüllen und ich zeige euch ganz genau, wie man das macht. Okay. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, ich bin mit meinem ersten Basisprogramm durch. Jetzt wäre noch die Zeit, wo Sie mir die eine oder andere Frage stellen können, die Sie dazu vielleicht haben noch. Und dann schauen wir uns das an. Ja, genau, Eva Maria Keller, die kann man nachfüllen. Das ist super. Das funktioniert echt richtig gut. Prinzess fragt gerade, ob die. Ja, okay. Funktioniert noch? Oh Mann. Okay. Ich hoffe, ihr seht mir noch. Ist hier jetzt leider momentan nichts mehr. Gebt mir mal kurz bitte Rückmeldung, ob ihr mich noch seht und hört. Okay, schwarz. Gut, dann ist es für heute leider das Ende dieser Vorstellung. Aber wir hören uns nächsten Sonntag. Ich weiß, ich bin leider jetzt momentan ist das Bild ausgefallen, aber ihr hört es mir zumindest noch. Und von daher erzähle ich euch nur ganz schnell, Dienstag ist wie immer Online-Basteltreff, also da werden wir wieder direkt basteln. Und nächsten Sonntag haben wir dann die nächste Runde und da werden wir dann auch was tun. Also heute war wirklich Basis und nächsten Sonntag werden wir uns dann ja, Stempeln genauer anschauen, werden wir uns Verschiedenstes genauer ja, anschauen, wie Verschiedenes funktioniert. Also da kommen wir dann ins Tun. Heute war wirklich einfach richtig Basis. Gut, Dienstag und Donnerstag online live, Sietchen. Wie immer, da werden wir richtig basteln. Da findet ihr wie immer den Blog. Und in dem Fall denkt bitte an die Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Erzählt es gerne weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag wieder. Tschüss, Baba, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, behaltet es euch bitte auf. Dann werden wir sie nächsten Sonntag ganz am Anfang besprechen. Gut, ihr Lieben, dann tschüss, Papa. Bis Dienstag.